der Klinik am Südring. In Deutschland bleibt ein Patient durchschnittlich 7,3 Tage im Krankenhaus. Viele von ihnen werden zu Beginn in einer Notaufnahme behandelt. Assistenzarzt Frederik Seehauser ahnt in der Klinik am Südring noch nicht, dass er es gleich mit einem ganz und gar nicht alltäglichen Badeunfall zu tun haben wird. Wir waren schon mal so schlau und haben schon eingetragen. Ich habe so viel um die Ohren. Wie willst du das auf die Reihe? Man darf halt nicht studern, man muss das immer gleich machen. Ja, aber manchmal läuft das Leben halt. Anna, Rollstuhl! Okay. Kommen Sie mal her, die sind ja ganz blass. Okay. Er verliert Sofort erstmal einen Rollstuhl bitte rein, wir fahren direkt in den Schockraum. Jetzt holen Sie mal ganz vernünftig Luft. So, wer ist alles verletzt? Sie sind verletzt? Ja. Nein, mir geht das gut, mir geht das gut. Nee, wie viel? Ich bitte um ihn. So. Ich nehme sie trotzdem mit. So gut geht es ihnen nicht. Okay, wir fahren alle in den Schockraum. Trotz all des Blutes ist mir natürlich direkt der abgebundene Arm des Patienten aufgefallen. Da muss man sagen, ein falsch abgebundener Arm, wie in diesem Fall, kann dramatische Folgen haben. Denn hier ist zum einen die Zeit sehr wichtig, wann er abgebunden worden ist, und zum anderen auch sehr wichtig die Technik. Hier war leider beides nicht berücksichtigt worden und somit hatte ich da schon ein relativ schlechtes Gefühl. Mein so, wer kann mir am besten was zum Unfallhergang schildern? Kommen Sie, legen Sie sich erstmal hin, sonst sind Sie die Nächste, die mich hier auf den Boden. Einmal hinlegen, oh Gott, das kommt ein bisschen okay. So. Er ist von der Badewanne, hat einen Körper gemacht, weil sie panisch mit den Armen gewedelt hat. Und er hat sie gerettet und dann kam er raus und dann sah er so aus, er hat sehr viel Blut verloren. Ich habe das abgebunden. Versprochen. Also, wie sind denn die Verwandtschaftsgrade? Sie sind jetzt die Schwester, haben Sie gesagt. Genau, Max ist mein Bruder. Guten Tag. Ja, ich habe das mal im Erste-Hilfe-Kurs so gelernt. Seehauser, mein Name. Jetzt haben Sie dann ein Tourniquet gemacht oder ein Versuch, das, ne? Sieht ja ziemlich provisorisch aus. Wie lange ist das schon dran? Stunde, anderthalb Stunden. Okay, dann öffnen wir das gleich mal, ne? Brauchen wir noch... Noch nie Kiki, machst du drüben mal bitte das ABC, so ein bisschen Blutdruck? Die Technik des Tourniquet-Verbandes bzw. des Tourniquet-Sets ist schon sehr lang bekannt. Sie kommt eigentlich aus der Notfall- und Einsatzmedizin und hat meistens den Vorteil, dass Extremitäten abgebunden werden, um die Vitalwerte zu erhalten, das heißt, um das Menschenleben zu erhalten. Heutzutage raten wir eher davon ab, da wir fälschlicherweise falsch angebrachte Tourniquet-Sets bzw. Abbindetechniken häufiger sehen und diese Folgen sind meistens irreparabel. Wenn Sie nichts dagegen haben, dann kriegen Sie gleich eine Wärmedecke, dann kommen Sie, machst du eine Infusion bitte dran. Mhm. Ich würde mich ganz gerne um den anderen Patienten kümmern, denn ich glaube, es sieht ein bisschen mit der klaffenden Wand aus. Bitte. Die Patientin hat Schuldgefühle, weil der junge Mann sich bei ihrer Rettung an einem Stein unter Wasser verletzt hat. Jetzt muss der Arzt herausfinden, ob das Abbinden des Arms mehr geschadet als geholfen hat. Aber ich hatte so Panik und ich habe gedacht, er blutet doch so stark. Okay. Und dann ich werde es jetzt mal langsam öffnen. Ich habe jetzt einen Fingerdruck mal drauf gelassen, damit es sich nicht vielleicht entgegenschießt. Also Sie haben da vielleicht einen Bärendienst erweisen, denn mit so einer Blutstauung ist nicht zu spaßen. Ich habe noch genug da. Aber ich wollte doch nur helfen. Kiki, kannst du in meine Tasche reingreifen? Einmal bitte im OP anrufen. Einmal in der Gefäßchirurgie bitte. Das müsste man da versorgen. Ja. Das kriege ich hier nicht. Sag Verdacht auf hämorrhagischen Schock, hohen Volumenverlust. Können Sie mich noch hören? Ja. Wie ist denn das mit Ihrer Hand? Merken Sie das, wenn ich hier leicht kitzel? Merken Sie das hier? Dann nehme ich das ganze Gerät mit. Ja. Versuchen, können Sie die Hand selber mal ein bisschen bewegen? Die Hände eine Faust machen, strecken? Die Hand? Nicht. Auch nicht. Ist er gelähmt? Bin ich daran schuld? Als ich das provisorische Abbinden langsam öffnete, wurde mir erst mal bewusst, welchen Schaden es angerichtet hat. Sollte eine Extremität zu lange abgebunden sein, kann es in einzelnen Fällen dazu führen, dass man die Extremität teilweise amputieren muss. Und das ist sicherlich nicht im Sinne des Patienten. Während der OP des Patienten wird man feststellen, ob die Taubheit seiner Hand durch das Abbinden oder die Verletzung verursacht wurde. Unterdessen will der Assistenzarzt dem Schwächeanfall der jungen Frau auf den Grund gehen. Also Sie haben Ihre Ausdauer verloren und Sie sind schwarz vor Augen geworden. Ja. Okay. Haben Sie das schon mal häufiger gehabt? Nee, das kam mir zum ersten Mal vor. Eigentlich kann ich ganz gut schwimmen. Das kam noch nie vor. Das ist mir noch nie vorgefallen. Die Gewohnheiten. Haben Sie da irgendwie heute irgendwas geändert als sonst? Nein. Alles gut. Alles wie immer. Keine Erkrankungen bekannt? Gar nichts. Gesundes Mädchen. Man muss sich bei so einer Anamnese erstmal sehr langsam herantasten und wirklich jede Eventualität durchfragen. Gerade auch bei weiblichen Patienten in diesem Alter, das könnte zum Beispiel auch eine Schwangerschaft sein. Schon mal Bauchschmerzen haben, ein bisschen Bauchschmerzen haben Sie. Und Sie sind, haben Sie jetzt nur durch die Nervosität, dass Sie sagen, Sie haben so einen kleinen flauen Magen oder haben Sie die ganze Zeit schon? Ich habe das schon seitdem ich aus dem Wasser gezogen wurde. Mhm. Besonders kalt ist Ihnen jetzt nicht?
Das, sagen, nein, das kommt das daher, dass, also, das ist der Bauchschluss eher krampfend oder können Sie ihn genau lokalisieren auf einer Stelle? Das fühlt sich wie ein Muskelkater an. Die Muskelkater. Ich habe Blut abgenommen. Das hättest du gern für großes Blutbild. Leider, gerade bei jungen Patienten, können die Diagnosen mannigfaltig sein. Also Kontraindikationen können sehr viele sein, Vorerkrankungen können viele sein, spontane Erkrankungen können viele sein. In diesem Fall klagte die Patientin über Ohnmachtserscheinungen, die sie nicht selber genau deuten konnte. Eine sehr, sehr hohe Magen-Darm-Aktivität. Hm. Ja. Würde ich ganz gerne nochmal einen Ultraschall einfach mal machen, gucken. Vielleicht können wir darauf irgendwas sehen. Okay. Erzählen Sie einfach mal, was haben Sie heute, also genügend getrunken, haben Sie gesagt, haben Sie gemacht, haben Sie was gegessen, oder? Ja, das stimmt. Mein Gott. Ganz ruhig. Also ich habe heute vergessen zu frühstücken und als ich schon auf der Wiese war, ja, wo ich schon am See war, ja, habe ich mir noch eine Pizza gegönnt. Noch eine Pizza gegönnt? Mit viel Käse oder was? Ja. Dann haben Sie sehr viel gegessen. Danach sind Sie ins Wasser gegangen. Ja, um mich abzukühlen, weil das so warm war. Mhm. Und das haben Sie direkt im Anschluss gemacht? Ja, so 2-3 Minuten direkt danach. Kannst du einmal auf Print drücken, bitte? Durch den Ultraschall und gezielte Fragen kommt der Assistenzarzt auf eine Diagnose, welche die Schuldgefühle der Patientin um einiges erhöhen werden. Das zeigt eine sehr, sehr hohe Aktivität. Das heißt, ihr Bauch ist randvoll. Ja. Und wenn Sie jetzt gerade sagen, dass Sie danach ins Wasser gegangen sind, noch ein Tüchlein, habe ich folgenden Verdacht, beziehungsweise das Problem damit ist jenes, dass ich sage, dass Sie mit vollem Magen ins Wasser gegangen sind. Also ich habe da schon mal ein Buch darüber gehört, ja, aber ich habe mir jetzt nichts dabei gedacht. Ja, sagt man ja doch immer wieder, dass man das eigentlich nicht mit vollem Magen schwimmen geht. Ja, ne? Ich habe mir jetzt nichts dabei gedacht. Es hatte mich dann schon etwas gewundert, dass die Patientin die allgemeine Volksweisheit, dass man mit vollem Bauch nicht schwimmen sollte, nicht kannte bzw. missachtete. Sie sagte selber, dass sie einfach nicht daran gedacht hat. Jetzt hat man mal gesehen, wie dramatisch sowas enden kann. Und in diesem Fall stimmt die Volksweisheit wirklich. Dieses Rätsel ist gelöst. Jetzt bleibt abzuwarten, ob es in der OP gelingt, die Taubheit in der Hand des Retters zu beheben. Am nächsten Tag will Frederik Seehauser herausfinden, ob der Patient seinen Beruf als Masseur weiter ausüben kann. Hey, Max. Herr Fritsche. Was geht's? Hey. Siehst ja, wie es mir geht. Ja. Guck mal, du hast gerade das Blutdruck gemessen? Genau, 160. Okay. Also sind ein bisschen nervös, dass wir gekommen sind, oder wie? Infusion können wir absetzen, bestimmt, ne? Auf oral. Genau, orale Antibiose. Ja, Problem ist folgendes. Kann ich die Hand denn jetzt schon wieder bewegen? Kann ich arbeiten. Das sind alles Fragen, die klären sich wahrscheinlich gleich. Also die Entwarnung, das hat aber gestern ja schon der Gefäßchirurg zu Ihnen gesagt, dass nervale Strukturen nicht durchtrennt worden sind. Das ist ja schon mal die gute Nachricht, das haben Sie, wussten ja schon gestern. Ich will ganz ehrlich sagen, wir gucken dann einfach mal mit dem Sensibilisationstest, ja, den neurologischen. Machen wir einfach zum Seitenvergleich erstmal die linke Hand am besten, ne? Ja. Linken Arm. Ganz normal, wenn Sie die mal selber hochheben können, strecken können. Alles ganz normal, ne? Nach einem Tag postoperativ erste Zeichen wieder in den Fingern spüren zu können, wäre natürlich wünschenswert und absolut erfreulich. Denn dann können wir davon ausgehen, dass die Nervenstrukturen langsam sich wieder regenerieren und seine Hand wieder voll einsatzfähig sein wird. Ein bisschen machen, ja. Entscheidender ist jedoch das Gefühl, ja. Also, das sind ja auch Sinne, die man da hat, ja. Tastsinne, Wärme, Kälte. Wenn ich jetzt hier so drüber streiche. Das merke ich. Das merken Sie? Das merke ich. Oh, super. Wird er denn wieder arbeiten können? Er ist Masseur. Also jetzt sind wir erstmal ganz am Anfang. Das ist natürlich jetzt erstmal ein Prozess. Natürlich sind wir froh, wenn wir sofort Reizsignale haben. Ja. Häufig ist das so, wir kennen das auch von anderen Operationen an der Wirbelsäule oder zum Beispiel Bandscheibenvorfällen und Sie haben Ausfallerscheinungen beim Gehen zum Beispiel. Dann kann ein Nerv manchmal beleidigt sein, wenn er abgedrückt worden ist über einen längeren Zeitraum. Und wenn er beleidigt ist, dann streikt er manchmal. Aber die Funktion kommt zu 100% vollständig wieder zurück. Ich muss ganz ehrlich sein, als Schwester fiebert man immer mit, man wünscht dem Patienten das Beste und als er sagte, er spürt da was, da fiel auch mir ein Stein vom Herzen. Wir sind halt Menschen, die mitleben und empfinden. Der Patient konnte bereits am nächsten Tag entlassen werden. Mithilfe der Anschlussbehandlungen war das Gefühl in seiner Hand nach 2 Wochen wieder vollständig hergestellt. Er hat seine Arbeit als Masseur wieder aufgenommen.